hier richtig krass. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Auto Lifestyle. In diesem Video waschen wir ein extrem verschmutztes Fahrzeug und dafür schauen wir uns als erstes mal die Produkte an, die wir heute für die Wäsche benötigen. Ich nehme euch dabei mal mit. Und dafür probieren wir eine neue Waschbox aus. Daher weiß ich nicht genau, ob wir einen Powerschaum in der Waschbox in Mengerskirchen haben. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mal das Shampoo mit, welches man auch in die Schaumlanze füllen kann und zur Not mit der Schaumlanze das Fahrzeug einschauen kann. Dann würde ich sagen, probieren wir heute einfach mal hier ein neues Produkt aus. Und dafür nehme ich heute das Ultimate Sealant Spray and Shine, den Detailer mit von Evo 1. Mal schauen, ob der funktioniert. Vielleicht eine schöne Lackglätte, ein schöner Glanz, das erhoffe ich mir. Beading, Sheeding ist bei diesen Detailern ja manchmal nicht so stark ausgeprägt. Mal schauen, ob das hier auch vorhanden ist. Nehmen wir mit, probieren wir aus. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen starken Insektenentferner. Ich hoffe, der ist gut. Wir probieren den hier einfach mal aus. Der soll auch Vogelkot lösen, was wir auch auf dem Fahrzeug drauf haben. Und soll hier am besten verdünnt werden. Nehmen wir mal mit. Hoffentlich funktioniert er gut. Da brauchen wir nämlich was. Dann nehme ich hier für den Fall der Fälle sicherheitshalber nochmal das Eulex mit. Hoffentlich brauchen wir es nicht, aber ich nehme es mal zur Sicherheit mit. So, dann nehme ich hier mir noch das riesengroße Trockentuch von Liquid Elements, das Black Hole, mit. Das ist ein richtig gutes Trockentuch, was für das komplette Fahrzeug ausreichen sollte. Dann nehmen wir uns nochmal einen guten Glasreiniger mit, der CU von LE. Eine Reifenpflege, in dem Fall der Reifenpfleger Matt-Effekt. So, jetzt hier an der Waschbox angekommen. Leider fängt es natürlich jetzt gerade an zu regnen. Ich freue mich. Vogelkot, der Lack sieht zwar nicht verschmutzt aus, aber 4-5 Monate wurde der, glaube ich, sogar nicht gereinigt. Das ist, naja, so lang vielleicht nicht, aber 3-4. Die Felgen sind extrem verschmutzt, beziehungsweise die Radkappen. Und generell, das Fahrzeug hat einen extremen Schmutzfilm hier drauf. Ich denke, ihr könnt sehen, ist sehr, sehr hartnäckig. Ich denke aber, wir bekommen das noch runter, auch wenn es hier auf der Kamera jetzt nicht so rüberkommt. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Einmal hier zur Not die Gloria FM10. Ich weiß allerdings nicht, ob die vielleicht hier sogar einen Powerschaum haben, hier in Mengerskirchen. Wascheimer habe ich jetzt nur einen mitgenommen mit dem Dirt Trap Sieb. Dass der Schmutz runtergehalten wird. Der Lack ist in keinem guten Zustand, deshalb nur einer. Ganz viele Mikrofaserprodukte sowie Waschhandschuhe. Ein Shampoo, den Insektenentferner. Hier habe ich mal einen neuen Felgenreiniger mitgebracht. Der Red 7 pH-neutraler Felgenreiniger von Autosmart. Probieren wir aus, mal gucken, ob der gut funktioniert. Vom Geruch her schon mal sehr, sehr angenehm. Vom Sprühbild auch sehr, sehr gut. Mal gucken, ob der gut funktioniert. Wahrscheinlich mit Wirkindikator. Probieren wir aus. Verlinke ich euch unten auch nochmal die Produkte. Dann hier einmal auch von Autosmart, ein leistungsstarker Allesreiniger. Habe ich auch zum Beispiel die Gummifußmatten gereinigt. Ich blende euch jetzt mal ein Video davon ein. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch Öle. Ich hatte auf der Gummifußmatte wirklich einen Ölfilm. Und ihr könnt sehen, dass der das wirklich sehr, sehr schön reinigt, schön aufschäumt. Und dann habe ich das Ganze einfach mit Wasser abgespült und dann war die Fußmatte wieder wie neu, wie ihr hier sehen könnt. Ja, und jetzt waschen wir das Fahrzeug mal. Da, den habe ich für die Reifen und vielleicht für hier so Grünspan und ähnliches. Ich denke, ihr könnt schon den Ansatz hier in den Dichtungen sehen, dass das dringend mal entfernt werden muss. Dann nutzen wir den einfach für. Pinsel hatte ich jetzt vergessen. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, dann machen wir nur die Reifen und müssen dann mit dem Waschhandschuh hier reingehen. Felgenbürste auch mit, wieder die von Licargo, finde ich ganz gut. Produkte sind unten verlinkt. Los geht's, es an die Wäsche. So, jetzt habe ich hier mal den Felgenreiniger aufgesprüht. Sofort geht der Wirkindikator los. Richtig, richtig krass. Das ist halt geil. Und der Zerstäuber, sowas Feines, habe ich noch nicht erlebt. Der Red 7, also richtig krass, macht einen guten Eindruck und vom Geruch her absolut geil. Also richtig angenehmer Geruch. Also der geht ab, das ist ja richtig, richtig heftig, richtig geil. Ultra krasser Wirkindikator hier am Start. Das kann sich, denke ich, definitiv sehen lassen. So, jetzt gehen wir an diese Insekten ran mit dem K1 Insektenreiniger. Vom Spray sehr, sehr schön fein. Auch auf den Vogelkot kann man damit wunderbar drauf gehen. Und jetzt benetzen wir so die komplette Front, damit wir eine schöne Wirk
Leistung hier haben. Und ja, hier gibt es einen Aktivschaum, also probieren wir den einfach mal aus. Leider nur mit 1 Euro und 2 Euro Münzen. Gut, dann sind wir ein bisschen mehr Geld los heute. Aber wir probieren den mal aus, mal gucken, ob der funktioniert. Hä? Hier kommt nichts raus, verdammte Scheiße. Das ist der Aktivschaum oder was? Ich krieg einen Affen. Ja, nee, mach ich aber nicht. So, also folgendes, bei dem Aktivschaum ging einfach diese Schaumbürste an, diese Kratzbürste. Die wollte ich nicht nutzen, dann habe ich Klarspülen genutzt. Damit kam ich genau über die Motorhaube für 1 Euro. Schon recht teuer hier die Box, aber gut. Jetzt würde ich sagen, holen wir die Gloria raus und machen wir eine richtige Vorwäsche. So, hier habe ich jetzt 1 Liter Wasser drin und da gebe ich jetzt einfach einen guten Schluck, so nach Gefühl. Vom Sonax Autoshampoo rein, wahrscheinlich schon viel zu viel. Die blaue Düse hier mal reingemacht. Ich denke, das sollte ausreichen. So, und jetzt können wir halt extrem gut diese stark verschmutzten Bereiche perfekt einschäumen. Und ich würde sagen, das Schaumbild ist perfekt getroffen. Man kann es auch übertreiben, würde ich sagen. Okay. Wahnsinn. Das Fahrzeug ist komplett eingeschäumt und jetzt würde ich sagen, strahlen wir das Ganze nochmal richtig ab. So, ich kam jetzt gerade so mit 1 Euro rum und ich würde sagen, geht's direkt an die Handwäsche. Wir sehen, die Insekten an der Front wurden schön gelöst, obwohl die schon eingebrannt war. Da minimal haben wir teilweise noch was, aber der grobe Insektenschwarm, sage ich mal, ist schon gut entfernt worden. Das kann sich definitiv sehen. Und auch hier die Felge ist top sauber geworden. Also dafür, dass die jetzt schon mehrere Monate nicht gereinigt wurde, kann sich das sehen lassen. Also hier ist nichts mehr an Schmutz zurückgeblieben. Top Reiniger, gefällt mir richtig gut. Und jetzt Sonax Auto Shampoo. Geiler Geruch, tolle Reinigungsleistung. Davon geben wir uns ordentlich was in den Wascheimer rein. Und jetzt geht's an die Handwäsche. Natürlich Waschhandschuhe immer wieder auswaschen, auch wenn es jetzt die Ein-Eimer-Methode ist. Das A und O. Bei 2 Eimern natürlich selbes Spiel. So, jetzt hier als Reifenreiniger nutze ich den leistungsstarken Allzweckreiniger. Einfach aufsprühen, bisschen in die Bürste geben. Dann können wir das hier wunderbar aufschauen. Und ihr seht, das Ganze wird schon braun. Das heißt, es wird gut angelöst und kann anschließend mit dem Hochdruckreiniger einfach runtergestrahlt werden.
jetzt hier noch ein Community-Mitglied getroffen. So einen extrem Härtefall habe ich noch nicht erlebt. Also, das kriegst du nicht mehr weg. Das ist schwarz wie, hast du nicht gesehen. Jetzt mal die Front. Ach du Scheiße, sage ich da mal. Das sind richtig viele Fliegen, die hier eingebrannt sind. Richtig heftig. Mal gucken, ob wir das mit dem Kollegen noch wegbekommen. Wir gehen hier einfach mal mit dem Entferner drüber. Oh, wie gut das angelöst wird. Ihr seht es hier, richtig krass. Also ich muss schon sagen, das ist ein gutes Zeug. Richtig schön werden diese Insekten hier angelöst. Das ist wirklich ein cooler Effekt. Und die Felgen, ja gut, die kannst du wirklich vergessen. Ist also kein Handwäscher hier. Ich denke, ihr könnt es sehen. Aber ich denke, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ist halt schon heftig, was hier runterkommt. Wahnsinn, das ist krass. So, und hier machen wir einfach nochmal eine Flugrostbeseitigung und sprühen unseren Felgen bzw. Flugrostentferner auf unseren Lack. Auch die Felgen können nochmal hier ein bisschen Nachschlag bekommen. Auch schon mit Felgenbürste gereinigt, aber ja gut, das kannst du vergessen. Da brauchst du reine Phosphorsäure, um das noch wegzubekommen. Und wir sehen, die Flugrostpartikel werden extrem gut angelöst. Ich denke, ihr könnt diese lilane Verfärbung, diese lilanen Pünktchen sehen. Das ist Flugrost, also unfassbar stark auf dem Fahrzeug vorhanden. Das Fahrzeug wurde bestimmt ein paar Jahre nicht gereinigt. Und gerade hier im unteren Bereich, da ist so eine Flugrostbeseitigung essentiell. Und ich denke, den Effekt kann man richtig geil sehen. Hier Flugrostentferner drauf und hier nichts aufgesprüht. Ich denke, das ist ein schönes Bild. Und jetzt geht es gleich nochmal ans Abstrahlen, wenn ich den kompletten Lack behandelt habe. So, und ich denke, so im Vergleich zu vorher sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Flugrost ist ziemlich gut entfernt worden. Das sieht wirklich gut aus. Und auch die Insekten, obwohl die, hätte ich nicht mehr daran geglaubt tatsächlich, die sind fast alle komplett entfernt worden. Ja gut, die Felgen sind nicht mehr zu retten. Damit müsste man noch mehrere Runden machen. Das schafft auch so ein Felgenreiniger nicht. Und da müsste man wirklich mit härteren Geschützen rangehen. Ansonsten habe ich jetzt nochmal diese Wachsversiegelung hier drauf gemacht, die hier inbegriffen ist, weil hier spare ich mir jetzt die Feinarbeiten. Da müsste man wirklich einen großen Aufwand betreiben, damit man das wieder tippitoppi hinkriegt. Und das war es hier dem Besitzer jetzt nicht wert. Wir haben wirklich eine kurze Wäsche hier nur vollzogen und dafür im Vergleich zu vorher sieht es ganz gut aus. Wasser ist ein bisschen abgeperlt durch diese Wachsversiegelung, ist natürlich jetzt keine hochwertige Versiegelung, das ist durchaus bewusst, aber ich denke, sieht auf jeden Fall besser aus als vorher, wenn noch lange nicht perfekt. Und jetzt geht es natürlich ans Abtrocknen und dafür nutze ich, wie gesagt, das Black Hole, das nimmt alles wunderbar auf, tolles Tuch. Damit gehe ich jetzt einfach noch mal über den Lack drüber, um die restlichen Überstände abzunehmen. So, Fahrzeug ist trocken. Ich muss jetzt leider aus der Waschbox rausfahren, weil hier doch recht viel Betrieb ist. Auch noch ein Community-Mitglied hier am Waschen. Und jetzt würde ich sagen, so ein paar Insekten haben wir eingebrannt, aber das meiste ist wirklich gut entfernt worden. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und hier, ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Ja, doch. Ein paar eingebrannte leider, aber das bleibt nicht aus bei einer monatelangen Aussetzung. Und ich würde sagen, Reifenpflege muss noch drauf und ein Detailer. So, jetzt Reifenpflege, so als Reifenpfleger-Matt-Effekt wieder. Tolle Farbauffrischung und so mache ich jetzt alle vier Reifen. Und ich denke, so kann sich der Reifen wirklich sehen lassen. Schnelle Pflege mit einem tollen Effekt. So, hier habe ich jetzt doch noch einen Kleberest entdeckt und dafür ist das Eulex natürlich perfekt, was wir uns vorhin eingepackt haben. Da gebe ich mir ein kleines bisschen was auf dem Tuch. Kontrolliert es erstmal an einer unauffälligen Stelle, ob das den Lack nicht beschädigt. Bei diesen modernen Lacken ist das aber in der Regel kein Problem. Und deswegen, oh, das geht wunderbar mit dem Eulex, geiles Zeug. Können wir jetzt hier wunderbar die Reste entfernen, auspolieren und fertig ist das. Kleberest ist entfernt und dann haben wir die Sache erledigt. So, gleiches Spiel hier vorne. Da ist anscheinend auch irgendwas
Brand. Und da gehen wir auch einfach mal mit dem Eulex bei. Das ist auf jeden Fall deutlich hartnäckiger. Ich glaube, das war der Vogelkot. Und leider kriegen wir den nicht runter. Wahnsinn, hier müssen wir polieren. Das ist natürlich bescheiden bei diesen schwarzen Unilacken. Da brennt sich das schnell ein. Da hilft jetzt auch das Eulex nicht mehr weiter. So, jetzt habe ich hier von Evo 1 das Ultimate Sealant Spray and Shine Detailer. Mal gucken, wie der Kollege funktioniert. Wir sprühen das einfach auf eine Tuchseite auf. Vom Geruch? Das ist angenehm. Sehr, sehr lecker. Was sagst du? Jo. Und jetzt? Zeig ich zu. Hier verteilen. Und dann trockene Tuchseite und auspolieren. Von der Lackglätte würde ich sagen, ist die auf jeden Fall gesteigert. Ja. Gute Steigerung, sehr, sehr, sehr glatt der Lack im Vergleich zur unversiegelten Seite. Und ja, so mache ich das auf dem kompletten Lack und dann gucken wir nochmal das Beading Sheeting an. Also ich muss schon sagen, von der Lackglätte mega, Glanz vielleicht minimal gesteigert. Aber jetzt vom Optischen keine Riesenveränderung zu sehen. Und von der Verarbeitung geht das wirklich leicht von der Hand. Da kannst du nichts sagen. Doch, also ja. Ich glaube, kann die Flasche ätzen. So, und jetzt habe ich wirklich nur mal hier die Motorhaube versiegelt mit dem Detail. Was heißt versiegelt? Halt behandelt. Und ich denke, man kann einen extrem starken Effekt im Vergleich zu vorher sehen. Auf dem Dach habe ich es jetzt wirklich unbehandelt gelassen. Da ist eine Wasserlache und vorne haben wir wirklich eine Tröpfchenbildung, die natürlich jetzt nicht extrem stark ausgeprägt ist, aber ich denke, das ist ein schöner Vorher-Nachher-Effekt und für einen Detailer finde ich das vollkommen ausreichend. Da muss es jetzt nicht die starke Hydrophobie sein, wie ich finde. Da reicht das vollkommen aus. Es ist immer noch ein Detailer und keine Sprühversiegelung. Mir ist wirklich wichtig, dass es ein guter Reinigungsdetailer ist, der eine schöne Lackglätte hinterlässt, vielleicht einen kleinen Glanzeffekt und der eben sehr, sehr einfach zu verarbeiten ist, auch auf diesen schwarzen Unilacken. Und das trifft hier auf jeden Fall zu. Deswegen kann ich dazu auch nichts Negatives sagen. Ein guter Detailer, den man ohne Probleme nutzen kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Abonniert auch den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euer Vorgehen ist bei der Fahrzeugwäsche.